Moin Leute, hier ist euer Beschix und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play GTA Vice City Stories. Ja, im heutigen Part machen wir die PCJ600 Checkpoint Zeitrennen. Die werden, denke ich mal, äußerst knifflig werden. Wir können hier in der PSP-Version aber nur 2 Stück machen. Insgesamt gibt es 4 Stück. Und alle 4 Stück können wir in der PS2-Version machen. Hier in der PSP-Version gibt es lediglich halt nur 2 Stück, die wir machen müssen. Aber ich denke, das wird uns auch freuen. Kurz zur Info. Hier beim ersten Punkt, das ist hier oben, gleich beim Polizeirevier, steht eine PCJ600. Und da müssen wir mal rauf. Und haben hier Spielplatz in der Stadt, so nennt das sich. Und wir müssen alle Checkpoints passieren. Die Zeit läuft ab, sobald du den ersten Checkpoint passiert hast. Ja, und ich habe vorhin schon mal kurz reingeschnuppert, weil ich mir davon nichts vorstellen konnte. Aber sonst habe ich ja gar nichts gemacht. Ja. Und ich denke, das wird hart werden. Wir fangen einfach mal an. Passieren den ersten Checkpoint. Und dann habe ich wirklich gar keine Ahnung, was ich da machen muss. Ich denke aber mal, 1 Minute 35 ist schon echt hart. Ja. So, oder mal, die sind ja gleich auf der anderen Seite des Daches. Kann ich hier rüberspringen? Ja, muss ich sogar. Warte mal, ich fahre aber jetzt nochmal hier rüber. So, das ist jetzt auf jeden Fall hier unten. Dann fahren wir nochmal hier lang. Boah, 50 Sekunden noch, ey, Leute. Ihr wollt mich doch rollen. Ah, den hätte ich auch gleich erwischen können, den da drüben. Ah, dann machen wir jetzt erstmal die hier. So, da haben wir nämlich schon 17. Lass mal jetzt alle hier noch schnell am Boden machen. Ah, Mist. Oh, das kostet Zeit. Tja, und jetzt? Gibt's eigentlich irgendwie wieder eine Route nach oben? Ja. Oh, ist es sogar die perfekte Route? Das sieht zumindest so aus. Oh Gott. Komm schon. Ja. Oh, geil. Ey, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass wir das schaffen. Holla die Waldfee, gar nicht mal so schlecht. Gut, dann mache ich mal einen kurzen Cut und wir sehen uns bei der nächsten Mission gleich. Und die zweite PCJ-Mission ist hier beim Einkaufszentrum. Dort steht auch eine PCJ drangelehnt und die nehmen wir uns jetzt mal vor. Spielplatz am Point. Oh Gott. So, jetzt erstmal nochmal gucken, wo hier alle sind. Ich denke, wir müssen hier zuerst alle am Boden erstmal machen. Oh, und hier drüben geht's ja weiter. 1 Minute 30. Okay, gut. Hier muss ich, denke ich mal, erstmal wie so eine Art Schlängelinie machen, oder? Macht das Sinn? Ich hoff's. 27 sind das jetzt. Okay, warte, hier, es geht bestimmt ja gleich weiter. Ja. Okay, also ein Weg wird mir schon irgendwie gezeigt. Auch wenn man ihn nicht so richtig erkennt, aber... Hä? Okay. Ah, hier geht's jetzt nach oben. Ja, hallo? Scheiße, wo geht's denn jetzt lang? Was ist hier jetzt schon? Komm ich da sonst irgendwie hoch? Hier muss ich doch irgendwo hochgehen. Ach, ich muss springen hier, oder? Ja, alles klar. Gut. Ja, das kriegen wir eh nicht mehr hin. Also außer mit ganz viel Luck, aber so kann ich mir erstmal eine Route bilden. Ja, 14 Sekunden noch, das schaffen wir eh nicht mehr. Okay, also hier muss ich definitiv... Ah, und dann muss ich dort hoch. Okay. Ja. Also das ist auf jeden Fall möglich, machbar.
Sollte kein Problem sein. Beim zweiten Anlauf. Nochmal drauf. So, Schlängelinien, los geht's. Ich finde diese Mission eigentlich ziemlich nice. Aber ich denke, da werden echt viele Probleme damit haben. Aber man kann halt wirklich so diese beste Linie, die man fahren muss, irgendwie erkennen. Ach, ich bin so dumm. Jetzt steh doch mal auf, Wegmensch. Was könnte es eigentlich gewesen sein? So, hier muss ich mich beeilen. Ja. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, das war's. Hier komme ich auch nicht durch. Mist. Vielleicht mit ganz viel Glück. Wenn ich jetzt hier gleich hochkomme. Ach Mann. Ja, das Ding ist gegessen. Das Ding ist eigentlich gegessen. Ach, wenn der Spacken noch nicht mal hier hochkommt, ne? Ah ja, jetzt war. Ach komm, egal. Ich warte. 10 Sekunden noch. Wir können ja schon mal hier rüberfahren. Obwohl, steht die vielleicht gleich wieder da. Ja, weil das macht jetzt echt keinen Sinn hier. Na, spawnst du? Natürlich nicht. Aber ich lehne mal jetzt die PCJ hier ran. Vielleicht erkennt es irgendwie das Spiel. Ja, erkennt sogar. Cool. So, jetzt aber. Na, du musst halt diesen Sprung schaffen. Wenn du den Sprung geschafft hast, ist es eigentlich kein Problem. Ja, jetzt waschen wir ja aber durch, Mensch. Ich weiß halt nicht, ob es zeitlich hinten raus ein Problem werden kann. So, wie fahre ich jetzt am besten hoch? Wir machen mal einen normalen Speed. Oh, gerade so. Aber wirklich gerade so geschafft. So, und jetzt weiß ich nicht, wie ich es hier mache. Warte mal, ich brauche schon ganz schön Speed. Ich muss dort rüber. Und jetzt blendet die Sonne so krass. Na komm, ich probier's mal, indem ich einfach... Ja, ja, ja. So, jetzt. Affair außen rum, oder was? Das sollte machbar sein. Ja, da haben wir's auch schon. Mega! Jawohl! Oh yeah! Jo Leute, heute mal ein kurzer Part, aber das waren die PCJ-Zeitrennen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut dort rein und ciao, euer Beschix.